Nachdenkseiten. Die kritische Website. Bundesregierung ausdrücklich dagegen, die ukrainische OUNB und Bandera als antisemitisch zu bezeichnen. Von Florian Warwick. In der Bundesregierung greift ein haarsträubender Geschichtsrevisionismus um sich. Diesen Eindruck erweckt jedenfalls die aktuelle Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion zum Thema rechtsextreme Ausprägungen der ukrainischen Geschichtspolitik. Das Auswärtige Amt erklärt dort, man mache sich die Bewertung bestimmter historischer Gruppierungen als rechtsextrem oder antisemitisch ausdrücklich nicht zu eigen. Dies erfolgt in Reaktion auf Zitate aus dem Jahrbuch für Antisemitismusforschung sowie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zur geschichtswissenschaftlichen Bewertung der mit dem NS-Regime kollaborierenden und für die Ermordung abertausender Juden, Polen und Roma verantwortlichen ukrainischen Gruppierungen wie OUNB und UPA. Die Nachdenkseiten wollten auf der Bundespressekonferenz wissen, auf welchen neuen Erkenntnissen diese regierungsamtlichen Aussagen beruhen. Die Bundesregierung macht sich die in der Vorbemerkung und den Fragestellungen enthaltenen rechtlichen Wertungen und Tatsachenbehauptungen, insbesondere hinsichtlich der pauschalen Einordnung bestimmter historischer Gruppierungen oder Personen als rechtsextrem, antisemitisch, antiziganistisch oder sonst rassistisch, ausdrücklich nicht zu eigen. So lautet im gesamten Wortlaut die Darlegung der Bundesregierung bereits in ihrer Vorbemerkung zur Beantwortung der zitierten Kleinen Anfrage, initiiert von der Bundestagsabgeordneten Sevim Dadelen. Diese Antwort der Bundesregierung hinsichtlich der historischen Einschätzung von Organisationen wie der Organisation ukrainischer Nationalisten OUNB unter der Führung des fanatischen Antisemiten Stepan Bandera muss man sich in seiner Gesamtimplikation wirklich bewusst machen. Die OUNB-Milizen waren unter anderem maßgeblich an den antijüdischen Pogromen ab Juli 1941 beteiligt, mit Abertausenden von bestialisch Ermordeten und pflegten ebenso nachweislich einen offen antisemitischen und faschistischen Diskurs. Und die Bundesregierung erklärt vor diesem Hintergrund, nun ja, die Bezeichnung als antisemitisch oder rassistisch für so ein Agieren will man sich ausdrücklich nicht zu eigen machen. Um das mal konkret zu machen. In der Anfrage heißt es unter anderem mit Bezugnahme auf das Jahrbuch für Antisemitismusforschung: Bei der OUN handelt es sich um eine autoritäre, faschistische Bewegung, die sich an deutschen, kroatischen und italienischen Faschisten orientierte. Die Führer der OUN sahen ihre Organisation auf gleicher Ebene mit solchen europäischen faschistischen Bewegungen wie den Nationalsozialisten, den italienischen Faschisten und der Ustascha. Jahrbuch für Antisemitismusforschung 2014. Weiter heißt es dann in der Anfrage mit Verweis auf die Zusammenstellung zum aktuellen Forschungsstand der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages: So fassen die Wissenschaftlichen Dienste zusammen, es sei im Allgemeinen unbestritten, dass Angehörige der OUN und UPA mit den deutschen Besatzern zusammengearbeitet haben und einen Beitrag zur Vernichtung der Juden und der Ermordung von Polen und Roma geleistet haben. Auf solche Vorbemerkungen und Quellenverweise, wohlgemerkt Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages und Jahrbuch für Antisemitismusforschung, reagiert dann das Auswärtige Amt, welches im Namen der Bundesregierung entsprechend in der Vorbemerkung antwortet und auf diese dann bei ihren weiteren Antworten immer wieder Bezug nimmt. Exemplarisch zeigt sich das dann so. Ist sich die Bundesregierung des Umstandes bewusst, dass die OUN unter Führung Banderas einen Säuberungsauftrag an ihre militärischen Einheiten erteilte, in dem die Liquidierung unerwünschter polnischer, moskowitischer und jüdischer Aktivisten erlaubt wurde und zudem vorgesehen war, Juden beim kleinsten Verschulden zu liquidieren? Und wenn ja, inwiefern hält es die Bundesregierung für geboten, affirmativen Darstellungen der OUN oder ihrer Protagonisten aktiv entgegenzutreten, weil antisemitische Bestrebungen als Lehre aus der deutschen Geschichte nirgends unwidersprochen hingenommen werden dürfen, und welche Schlussfolgerungen zieht sie daraus? Und was antwortet die Bundesregierung darauf? Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen. Die gleiche Antwort gibt es auch auf die Frage. Welche Position vertritt die Bundesregierung im Dialog mit der ukrainischen Regierung hinsichtlich des Umgangs mit OUN, UPA und der Waffen-SS-Division Galizien?
Angesichts dieses kommunizierten Geschichtsrevisionismus wollten die Nachdenkseiten auf der Bundespressekonferenz von der Vertreterin des Auswärtigen Amtes, Katrin Deschauer, wissen, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen sich das Ministerium in seiner Antwort ausdrücklich gegen die Einschätzung des Jahrbuchs für Antisemitismusforschung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages sowie auch zahlreiche Veröffentlichungen der Bundeszentrale für politische Bildung wendet, die die OUNB unter Bandera und deren militärischen Flügel mit Verweis auf die historische Forschung als eindeutig antisemitisch und rassistisch bewerten. Bei Ihnen bin ich immer irgendwie... Ich habe noch eine Frage ans AA. Das Auswärtige Amt hat kürzlich auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion zu rechtsextremer Ausprägung der ukrainischen Geschichtspolitik, Bundesdrucksache 20-8177, erklärt, ich zitiere: Die Bundesregierung macht sich die in der Vorbemerkung und den Fragestellungen enthaltenen rechtlichen Wertungen und Tatsachenbehauptungen, insbesondere hinsichtlich der pauschalen Einordnung bestimmter historischer Gruppierungen oder Personen als rechtsextrem, antisemitisch, antiziganistisch oder sonst rassistisch, ausdrücklich nicht zu eigen. Die Bundesregierung nahm damit Bezug auf Verweise in der Anfrage auf das Jahrbuch für Antisemitismusforschung sowie auf eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes zu dem Thema durch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Dort heißt es exemplarisch: Bei der Organisation ukrainischer Nationalisten handelt es sich um eine autoritäre faschistische Bewegung, die sich an deutschen, kroatischen... Warwick, kommen Sie zur Frage? Ja, aber das Zitat ist relevant für die Frage. Italienischen Faschisten orientierte. Die Führer der UN sahen ihre Organisation auf gleicher Ebene mit solchen europäischen... Sie können doch aber vielleicht das Zitat ein bisschen zusammenfassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sowohl genau, das Jahrbuch für Antisemitismusforschung als auch die... Wissenschaftliche Dienste des Bundestages kommen relativ klar zu dem Schluss, und das wird da ausschließlich referiert, dass es sich bei UN und dem paramilitärischen Flügel von UMB unter Bandera eindeutig, werden die als antisemitisch und rassistisch deklariert, und das Auswärtige Amt stellt sich sehr explizit gegen diese Interpretation. Da würde mich einfach interessieren, auf Grundlage welcher Erkenntnisse stellt sich das Auswärtige Amt so explizit gegen diese Einschätzung der genannten Quellen, oder es gibt auch zahlreiche Quellen in der Bundeszentrale für politische Bildung, die zum selben Schluss kommen. Also Sie werden verzeihen, dass ich zu Ihrem längeren Zitatvortrag und der Bundesdrucksache diese hier nicht spontan parat habe und deswegen im Moment keine intensive Kommentierung dazu vornehmen kann. Ich bin mir sicher, dass das Auswärtige Amt gemeinsam mit der ganzen Bundesregierung auf Grundlage einer fundierten Einschätzung zu der Antwort kommt, die ja offenbar öffentlich zugänglich ist und insofern Ihnen vorliegt. Ja gut, aber kurze Nachfrage. Aber meine Frage war, und das wird in der kleinen Anfrage bzw. der Antwort der Bundesregierung eben nicht ausgeführt, auf welchen Erkenntnissen man dazu kommt, die UNB unter Bandera davor zu schützen, als rassistisch und antisemitisch bewertet zu werden. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich diese Unterlage, auf die Sie verweisen, hier nicht vorliegen habe und insofern im Moment hier nichts hinzuzufügen habe. Können Sie das dann zumindest nachliefern? Wenn es das nachzuliefern gibt, dann machen wir das gerne wie üblich. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.